Genau, ich komme einfach mal da rum. Ich habe gehört, das ist Dr. Strumpf. Dr. Strumpf, was ist jetzt für die Miriam Gössner wichtig als Skifahrerin? Wo muss die beim Socken drauf achten, dass alles passt? Ja, bei unseren Strümpfen geht es ja um Kompression. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ausmessen, dass der Strumpf richtig am Bein sitzt. Es geht nicht nach Schuhgröße, wie man es von Socken allgemein kennt, sondern wir messen jetzt hier Fessel und Wade aus und können damit gewährleisten, dass das Kompressionsprofil eben richtig am Bein auch sitzt. Und damit hat sie eben auch eine bessere Leistungsfähigkeit. Die Beine schwellen weniger an, ermüden auch eben langsamer und auch für die Regeneration ist es von Vorteil. Und vor allem wichtig auch auf Reisen. Also gerade weil Sportler haben teilweise erhöhtes Thromboserisiko, das wissen viele nicht, weil eben Sportlerherz haben und der Kreislauf eben langsamer arbeitet und bei der sportlichen Aktivität eben auch Schäden eben im Körper entstehen können oder Abfallprodukte, die eben auch für Thrombosen mitunter verantwortlich sind. Das heißt, gerade der Sportler muss sowas tragen. Merkst du denn einen Unterschied, wenn du jetzt beim Reisen mal die Socken vergisst oder wenn du sie dann dabei hast und anhast? Definitiv. Also ich muss sagen, wenn man sie beim Fliegen anhat, auch gerade bei so langen Reisen, Übersee und so, man hat halt einfach gar keine geschwollenen Beine. Und wenn ich die Socken nicht trage, ich glaube, das kennt jeder, der lange im Flieger oder im Auto sitzt, man kriegt dicke Beine, es fühlt sich alles so schwammig und nur mal ganz so gut an. Und wie gesagt, durch den Socken ist das gar nicht mehr. Lustig bei diesen Kompressionssocken ist ja, haha, wie komme ich da rein? Wie ziehe ich die an? Da habe ich mittlerweile wirklich eine Taktik, ich rolle die einfach komplett so auf. Also ich kann das hier auch mal zeigen. Für alle, die das sehen wollen. Ja. Ich rolle das komplett so auf und dann schlüpfe ich da rein und dann ziehe ich es einmal mit Schwung drüber und dann geht es nämlich gut. Wir machen es so, wir greifen hinten rein in den Strumpf, packen uns hier die Ferse und ziehen dann eben auf links. Jetzt hat man schön das Fußteil hier, also ähnlich wie du es schon gesagt hast und kann es dann eben aufziehen, reinschlüpfen. Und so machen es auch die Triathleten in der Wechselzone. Die legen den Strumpf schon so vorgefalten in den Schuh rein und dann kann man ganz schnell anziehen. Die haben ja wenig Zeit dazu. Das ist richtig. Und, okay, zwei verschiedene Taktiken schon mal, recht ähnlich, aber sehr, ähnlich, sehr genau, dann sehr gut. Machen wir schneller drin. Ist. Ja. Genau. Stimmt, ja. So, dann wollen wir noch mal ausmessen, damit wir sehen, worauf es jetzt ankommt, oder? Also wir messen zwei verschiedene Maßen. Oh, schon hier das richtige Produkt am Bein. Bitte mal die Hose nach oben, wenn es geht. So, wir messen jetzt einmal die Fessel aus. Kommen jetzt hier auf einen Wert von 21,5 cm. Das heißt, da suchen wir uns mal die passende Größe auch raus. So. Werner Schuster ist dazugekommen. Okay. Man braucht auch ein paar Socken. Der hat schon Socken. Der hat schon Socken, mein Gott. Aber was passiert, wenn man die falschen Socken anhat? Das hast du bestimmt schon mal gehabt, hat ja jeder schon mal gehabt, oder? Dass er irgendwie einen Socken gehabt hat, der nicht so ganz gepasst hat. Warum ist es so wichtig, dass der Socken richtig ist? Man kann ganz schnell Blasen bekommen. Man kriegt, wenn die Socken nicht passen, auch ganz schnell kalte oder nasse Füße. Das mag ich auch überhaupt nicht, wenn es im Winter dann so unangenehm feucht wird. Und das sind so eigentlich die Hauptgründe. Oder dass es halt einfach scheuert und so reibt und einfach ein ungutes Gefühl im Schuh ist. Die sind eh alle sehr, sehr eng, voll Carbon und da muss dann der Sock schon wirklich passen. Jetzt voll ausgerüstet, passt. Danke.